Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortress Craft Evolved mit Bellitone und Bonk. Hallo. Hallo. Servus. Wir treffen uns hier an der unserem Armada von Construction Paste Creator, wie heißen die? Grinder heißen die. Haben wir hier nochmal schnell eine Armada zugesetzt, damit wir schneller an das Zeugs kommen. Ja, genau. Denn der Knichtnet darf noch, bevor er vorläuft. Soll er bestimmt, wenn er sagt, der Knichtnet darf noch, dann muss ich bestimmt craften. Genau. Er darf craften und zwar einen Aufzug. Genau. Er ist. Weißt Elevator, du, Elevator. Fragezeichen ist doch alles, oder? Fragezeichen ist alles, ansonsten bei den Fließbändern findest du ihn ganz unten. Lift with underside piston. Ach, okay. Das ist aber nicht der Große, der da drin steht. Doch. Echt? Ich dachte, der transportiert hier wie Fließbänder so Material nach oben. Der sieht so klein aus. Also, ich crafte, craft 25 Mal, oder? Nein, einmal reicht. Okay. Soll ich denn auch gleich in dem Zuge noch ein paar Storage Hopper machen? Hast du so viel Eisen? Ich habe 22 Barren. Dann kannst du ja mal 2 Stück bauen. 2? Hab ich. Aber mehr kannst du eh nicht bauen. Crafting. Aber ich kann. Ja, ich spare meine Barren mal. So. Gut. Also, dann können wir den Leuten mal zeigen. Guck extra noch nicht hin, während ich hinlaufe. Boah. Okay, was spannend, genau. Wir haben hier zugemacht. Yay! Wir haben hier schon einen Aufzug, der macht hier auch so blinky blinky mit diesen komischen Rädchen. Ach ja, wollen wir da einmal kurz runterfahren? Ja, stimmt, den Aufzug kennt er ja schon, haben wir am Ende der letzten Folge schon gezeigt. Zeigen, was wir gemacht haben. Ja. Nur haben wir nochmal was anderes gemacht. Genau, wir haben hier noch so Stützstreben und alles schön gemacht, beziehungsweise hauptsächlich lässiges Bienchen. Und wir haben hier den Aufzug jetzt nochmal etwas höher gesetzt. Begründung ist, Aufzüge haben alle eine Höhe von 64. Hier liegt eine Leiche. Und wenn man dann nachher später in die Tiefe buddelt, 64, 128, 192, 256, das sind so Werte, die kennt ein ITler. Und das ist dann ganz einfach zu wissen, wenn man dann links oben guckt und weiß, okay, ich bin jetzt auf einer Höhe, wo ich dann wieder einen Aufzug hinsetzen kann. Dadurch, dass wir aber oben schon auf minus 2 gestartet haben, haben wir jetzt, um das auszugleichen, beim ersten Vorgang das Jahr 2 höher gesetzt. Dann sieht man jetzt ganz kurz, das darf der Knichtnet dann noch ausbessern. Wir haben hier eine Zwischenebene. Das heißt, wenn man ganz oben angekommen ist, dann kann man zum CPA und kann sich dann um alles Mögliche kümmern. Und hier haben wir dann so eine Art Wartungsschacht, beziehungsweise wir werden dann hier die Lastenaufzüge ranbringen lassen und so und Energie nach unten schicken und das Ganze managen. Und der Knichtnet kommt dann hierher und der kann jetzt hier auf diesen mittleren Block kann der seinen Aufzug setzen. Genau. Und jetzt würde der 64 Felder ganz nach oben fahren, wenn ich da jetzt draufsteige. Ich zeige euch das mal. Und ja, genau. Ist zwar schön, hat man ein bisschen Ausblick, aber das wollen wir ja nicht. Bringt uns ja jetzt erstmal nichts. Deswegen warte ich jetzt, bis er wieder runterfährt. Basti ist auch hochgefahren, wie ich sehe. Ja. So. Und zwar, der unterste Block, den der Knichtnet gesetzt hat, das ist der Controller-Block. Ich kann jetzt hier durchgucken, quasi durch den Aufzug, wenn ich da auf den Block ziele. Current Range kann man dann mit Q und E einstellen. Im Moment ist er jetzt auf 30, 27, genau, auf was müsste er jetzt stehen? Auf 5, glaube ich. Stellst du schon ein, Knichtnet? Ich habe gerade was gefunden, ja. Ich wollte schon mal testen, währenddessen du da oben. Ja. Gucken, ob das richtig ist. Genau, weil jetzt fährt er nur 5 Blöcke hoch.
Das heißt, man kann dann hier einfach hingehen. Dann fährt der runter. Sieht man auch links unten in der Ecke dann immer. Irgendjemand hat es gerade auf 9 hochgestellt. Oder auf 5. Ja. Und dann ist man nämlich hier oben draußen. Das ist dann ganz gut. Dann kann man mal geschwind zum Warten hier runter und muss nicht irgendwie gucken, wie man jetzt runterkommt, ohne durchzufallen und so. Und dann können hier nämlich die ganzen Lastenaufzüge hin. Hier wird dann die Energie in der Mitte nach unten transportiert. Wir bauen so schöne Stützstreben hin, die sind zwar nicht vonnöten, aber es sieht einfach schön aus. Und mit dem Aufzug kann man dann, wie gesagt, nach ganz unten fahren. Wir haben es so gemacht, dass der Richtung CPH zeigt, dass das der erste ist quasi, dass man da schnell sich zurechtfindet. Und ich gucke jetzt mal, wir haben zwei Bohrer da hinten hingestellt an das Eisenvorkommen und haben da auch schon fleißig immer Eisen rausgeholt, dass ihr da jetzt nicht uns zugucken müsst, wie wir warten, bis da die Ressourcen an den Start kommen. Und im Moment ist noch Energie mit Hand befüllen. Darf ich mal fragen, wofür die roten Flächen da oben sind? Die sind provisorisch zugemacht erstmal. Ja, genau. Damit die sind dafür, dass du nicht durchfällst. Aber werden voraussichtlich aufgemacht. Ja, genau. Wir haben die werden schwarze aufgemacht. Schleime? Schwarze Schweine? Schleimviechers waren doch sonst immer weiß. Ja, schwarz sind seltene. Die haben etwas höhere Chance, intakte Organe abzuwerfen. Ja. Darf ich den abschießen? Ja. Ja, leider sieht man deine Schüsse nicht. Echt nicht? Ich wundere mich immer, warum du nichts sagst, wenn ich dir von der Nase wegschieße. Ich mach jetzt hier alle mal aggro. Genau, die droppen dann hier so Zeug, das kann man dann später brauchen. So, was brauchen wir jetzt? Wir müssen langsam mal forschen. Wir brauchen Generatoren, dass wir da unten mal so ein bisschen unsere Maschinerie automatisch mit Strom versorgen lassen können. Wir brauchen das Forschungslabor. Das braucht auch einen Haufen Strom. Wir bräuchten Thread Reducer, oder? Kann man die schon bauen? Nee, oder die forschen? Die müssten, glaube ich, erst später kommen, wenn man die ersten Waffen forschen kann. Momentan haben wir auch nur den nicht mal einen Verteidigungsturm. Okay, ich würde jetzt mal ins Labor forschen, oder? Ja. So, Automatisierung könnte ich jetzt forschen. Ja, Local Lifeforms kannst du auch machen, brauchen wir später auch. Muss ich jetzt noch warten, bis wieder ein bisschen mehr Energie da ist, glaube ich, oder? Ja. Ja, also forschungstechnisch muss ich sagen, ist das für mich noch relativ unübersichtlich, aber. Hm. Ja, du siehst, wir müssen halt forschen, damit wir weiterkommen, ne? Ja, genau. Soll ich dann Base Defense auch gleich noch forschen, wenn geht? Ja, da kriegen wir die Verteidigungstürme, genau. Also Rezepte haben wir auch noch. Barkeeper, was ist ein Barkeeper? Witch Thief. Achso, ja, okay. Ja, das sind so ein paar Sachen, sag ich mal, die das Multiplayer-Spielen auf einem großen Server einfacher machen. Aber ich denke mal, jetzt am Anfang können wir uns das erstmal noch sparen. Später vielleicht. Lightweight Machine, Housing, Autobuilder. Autobuilder brauchen wir erstmal nicht, Auto-Excavator auch nicht, den Mercerator, der ist ganz wichtig. Den Research Assembler würde ich mal erforschen. Und die Laborkomponenten würde ich auch mal erforschen. Ja, und du brauchst, glaube ich, um eins von beiden zu bauen, die Komponenten, dieses Housing. Copper Housing? Yep. Den Research Assembler brauchst du Copper Housing. Okay. So, was ist dieser heißt? Automatically removes.
Removes item from adjacent storage hoppers and transmit it to players within 5 meters. Hä? Ja, das kann man, damit man Storage Hopper nicht ausladen muss, kann man so ein Teil im Prinzip machen, das... Hm. Ja. Zippermod, soll ich die schon mal forschen, oder? Ja. Ist dann für die Forschung nämlich auch ganz interessant. Iron Gear, Servomotor, Lightweight Machine Housing brauchen wir, glaube ich, auch. Brauchen wir die jetzt schon? Kannst du mal noch drin lassen. Jetzt dringend brauchen wir sie nicht, glaube ich. Achso, den Auto-Excavator hast du gesagt? Ne, den brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Mercerator? Ja. Den. Ja, der. Sollen wir den mal bauen, dass man dann vielleicht aus den Rubble, das ich da geringfügig angesammelt habe, ein bisschen was kriegen? Das können wir machen, ja. Ja, da brauchen wir aber wieder Storage Shopper, aber da. Genau. Ichnet hat ja wieder welche gemacht. So, Projects. Basic Logistics, ne? Base Defense kann ich forschen. Spider-Bot könnte ich forschen, aber da würde ich jetzt erstmal warten. Haben wir, glaube ich, eine Menge schon freigeschalten. Ja, ziemlich viel sogar. Sehr, sehr viel, genau. Stamper Plant, Coiler Plant und so, das haben wir jetzt alles freigeschalten. Das wird jetzt richtig lustig. Wird wahrscheinlich so viel Zeug brauchen, wie wir uns never ever leisten können. Ja, wir sollten hier unsere Kupfer- und Zinnproduktion auf Vordermann bringen, wobei das Kupfer auch nicht mehr lange hält. Das ist bald alle. Sollte man dazu erwähnen, ja. Es war 15.000 nur noch. Ja, dann... Mich nicht, was machst du? Ich habe gerade die Grinder wieder leer gemacht und umgefüllt. Und wer denn jetzt empfangsbereit für neue Tätigkeiten? Kupfererzvorkommen suchen. Ja gut, da würde ich eins aus dem Schacht nehmen. Da haben wir ja genügend. Achso, ja stimmt, das heißt... Also ich muss erstmal einen Bohrer bauen? Oder? Da haben wir noch, glaube ich. Ja, müssten wir eigentlich noch ein paar haben, genau. Ich nicht. So. Ja, also im Schacht hängen 4,5 Millionen. Sollte für einen Anfang reichen. Warte. Da. So, warum habe ich jetzt die ganzen langsamen Fließbänder abgebaut? Damit ich hier mit den Materialien die Conveyor Belts bauen kann. Was sagtest du? Kupfer? Kohle, Copper Ore. Zinkt aber auf 7,5, das ist ja blöd. Ist ja egal, Hauptsache. Das kannst du einfach von oben im Prinzip ran, dass wir den ersten Fahrstuhlschacht, der im Prinzip direkt an der Wand ist, dafür nutzen können, im Prinzip schon. Von oben dran? Ja. Ja, den Bohrer oben drauf, dass wir den nicht so einen großen Weg haben. Also quasi von oben aufs Kupfer raufspringen, ja. Ganz oben. Und dann halt jetzt bemüht. So. Dann baue ich nochmal Flitzebänder. Und zwar die normalen und nicht die lahmen. Man denkt dann, weil der immer so langsam sagt, Crafting, dann denkt man, okay, gut, jetzt, da hinten wird man hingesetzt. Dann denkt man, ja, der braucht jetzt noch ein halbes Jahr, bis der das gecraftet hat oder so, aber nein, er craftet instant. Also quasi beauftragt und schon fertig, so wie man sich eigentlich alles im Leben wünscht. So, soll ich das denn auch möglichst unter den Schacht setzen, oder? Ja, also auf jeden Fall so, dass es den zweiten Schacht
An jeder Ecke können ja zwei Fahrstuhlschächte später reinkommen, dass es den nicht beeinträchtigt. Ja. Der Fahrstuhlschacht würde ja dann eh erstmal voll durch die Kohle und das Kupfer gehen. Da kann man sich ja durchbohren, ja. Ja. Ich würde mich jetzt quasi hier oben halt den, wo ich draufstehe, oder? Ja, das ist okay. Dann können wir halt, das ist noch keine gefährliche Tiefe, da kann man noch mit Fließbändern ganz gut arbeiten. Komm ich gerade. Benny? Ja? Hattest du mir nicht welche in die Hand gedrückt? Was? Bora? Ich hab sie vor dich hingestellt gehabt, dass du sie abbauen kannst. Dachte ich jetzt auch abgebaut hab, aber null. Ansonsten, ich hab welche. Schon wieder unten? Kannst du da unten? Nee, wenn du da unten einen hinstellst, sammelst du den auch wieder ein, ne? Nee, ich kann ja hinstellen und dann gehe ich einfach weg. Er steht jetzt fast in der Mitte ganz unten an der Plattform. Ach, gerade so noch zu sehen. Ja gut, runterkommen, ihn aufsammeln musst du schon. Irgendwann sterbe ich nochmal wegen dieser komischen. Jetzt habe ich einen. So. Jetzt frage ich nur, wo die von Benny hin sind. Ja. So, jetzt nochmal die letzten Flitzebänder auf Tasche craften. Und auch plus 3. Den Hopper dann draufsetzen oder lieber daneben? Daneben. Von oben sollte im Optimalfall die Energie später kommen. Gut. Würde der aber in der Luft hängen, aber das ist ja Wurst, ne? Das ist Wurst, ja. Aber. Das ist aber äußerst un. Ich muss sagen, wir haben jetzt in dieser Aufnahme noch gar nicht viel geschafft, eigentlich. Ich habe einen Bohrer gesetzt. Und hier nehme ich auch. Ja, ich bin fleißig. Ach, hier unten baust du das Gerüst jetzt wieder auf? Genau. Das kommt jetzt in der Ebene exakt gleich wie in der zweiten Ebene. Dann weiß ich im Prinzip genau, wo die Fahrstühle hinkommen und später durchlaufen werden, wo die Energie ankommt. Die entsprechenden Platzhalter da sind dann für die weiteren Fahrstühle, die eben weiter noch nach unten führen, dann in die nächsten Ebenen. Autsch. Oh, wollte gerade sagen, ich Knicht ist gestorben. Autsch. Death Counter 2. Psst. Da ist doch keiner. So. Ja. Thank you.
Wie üblich sind die Ressourcen im Weg, aber die Ressourcen werden hier nicht mehr lange da sein. Ja. Denn nachdem wir unsere Pflänzchen alle verbrannt haben... Auf Kohle umschwenken. Genau. Benny, du weißt schon, dass hier noch Markierungen reinkommen. Oh. Ich hab schon Fortune Page verschwendet. No. Hast du, und zwar nicht wenig. No. So. Ich fahr wieder hoch und mach neue. Aha, besser ist das. Ich hab grad entleert, so ist im Storage. So, unser Eisenerz ist offline. Entweder weil der Storage Hopper voll ist oder weil Strom alle ist. Ja, hat er nicht, sich nicht gekümmert. Der Storage Hopper ist voll. Ich hatte keinen Strom mehr. Ja, ich komme gerade auch nochmal mit Energie. Brauchst du nicht, er ist voll. Ups. Echt? Beide? Ja. Menno. Muss jetzt das Eisen nach oben bringen. Ich? Achso, ne, du. Ich finde, es sieht so klasse aus, wenn man dann nachher 3, 4, 5 solche Stockwerke hoch und runter fährt, um dann an die tiefer gelegenen Ressourcen ranzukommen. Dann sieht es echt geil aus, wenn man dann da diese ewigen Schächte hoch und runter fährt. Ich find's ja so schon ziemlich geil. Mit den Herzen da so drinnen. Ja, die Fließbänder, was ist denn da eigentlich los? Ah, man kann doch den Drillmotor bauen, gell? Dass da hinten die... Ja, aber der würde, glaube ich, unseren Schmelzer jetzt momentan, glaube ich, überlasten. Aber die schnellen Bänderchen hier, die sind noch nicht voll, zumindest bei mir nicht. Ja, aber er kriegt ja noch von der anderen Seite von Kupfer auch noch. Das sieht man gerade auf den ersten Blick nicht unbedingt. Was stimmt denn hier? Steht's dann auch erstmal? Free Slots 4. Ne, da ist voll. Na, da hinten sieht man eine Reihe Erze auf dem Fließband rumflitzen. Das ist jetzt im Übrigen die Einstellung schnell für die Fließbänder. Ah, okay. Man hätte es auch noch langsam und man hat die Wahl zwischen langsam und schnell. Und normal hatte ich nicht und dann dachte ich, bevor ihr jetzt irgendwelche lahmen Fließbänderchen habt, stelle ich mal lieber auf schnell beim Spielstand. Jo. Das sind jetzt die schnellen? Das sind jetzt die schnellen, genau. Okay. Gibt, glaube ich, auch noch so Motordinger, gell? Ja, Energie und beschleunigen dann nochmal das Fließband irgendwie. Die werden gerade nicht optimal beladen. Das heißt, sie können eigentlich noch ein Stückchen schneller ohne Pause. Aber sie werden halt von dem Storage Hopper nicht optimal mit Ressourcen versorgt, um so schnell zu arbeiten, wie sie können. Und da gibt es später für einen kleinen Antriebsmotor, der das dann übernimmt. Der braucht aber nicht wenig Strom, aber. Aber da kann man ja dann andere Tricks anwenden, wie wir schon wissen. Ja. Genau. Ja. Storage Crate ist voll. Einmal Konstruktionspaste für Basti. Ja, bin unterwegs. Ich würde dann aber auch sagen, das war's dann gewesen für diese Folge. Ich habe nichts gemacht, außer Fließbänder ausgewechselt. Wichtig. Aufzug haben wir gebaut. Hier immer schön mit der Konstruktionspaste. Genau. Ganz allein gebaut. Ja, ganz allein geschafft und eingestellt. Genau. Ganz allein geklickt. Wir haben, glaube ich, eine Menge geforscht, oder war das in der letzten Folge? Ja, das war in dieser Folge. Wir hatten eigentlich vor, dass wir einen Energiegenerator und alles in dieser Folge schon hinsetzen. Wir haben mal wieder nichts geschafft, ja. Also echt wie heute auf Arbeit. Ja, ein Tag wie heute darf das aber auch sein.
Ja, Chef hat gesagt, heute machen wir nicht so lang und genau. Also danke an meinen Chef, echt ein cooler Chef, den ich da habe. Liebe Grüße an dieser Stelle. Genau. Also, wenn einer das jetzt guckt, der den kennt, der weiß, wer er, dann soll er bitte aus und. Ne? Genau. Über fünf Ecken kennt doch sowieso jeder jeden, oder? Ja. Ja, okay, also gut. Dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Und beim nächsten Mal dann aber wirklich Energiegeneratoren. Oder was meinst du, Basti? Ja. Okay, gut. Dann Energiegeneratoren. Dann werde ich irgendwann mal nachrecherchieren, was der Gnichtnet mit meinen Erzförderern gemacht hat, warum die verschwunden sind. Spätestens in ein paar Wochen. Oh, wer hat Slimy angeschossen? Oh, Niemand. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Konstrukt, von dem Spiel, von der Aufmachung Ja, Faktorio und generell. 3D und so. Immer ruhig gerne schreiben, da freuen wir uns immer sehr über Content. Ja, genau. Vielleicht irgendwelche Aber was zu Tipps tun, wenn wir in der Mittagspause wieder aufs Handy gucken? oder wenn ihr dann jetzt denkt, oh, die sind doch so blöd, das und das und überhaupt und so. Also wir sind auch gerne für Tipps offen. Ja, also wir freuen uns über jedes Kommentar, jede konstruktive Kritik. Ja, Lob und Tadel. Immer zu haben. Ja, genau. Na dann, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao.